Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von Krusko. Krusko hat das Ganze am 5.01.2020 eingesendet, also etwas über einen Monat her. Wenn ihr einen Zoo einsendet, bringt auf jeden Fall dementsprechend ein bisschen Wartezeit mit. Und ein Update hat er auch noch eingereicht am 20.01.2020. Das heißt, wir haben eine relativ aktuelle Version von deinem Zoo und du schreibst natürlich auch noch eine nette Nachricht, nämlich schreibst du: Hallo, ich sende dir mal meinen ersten richtigen Zoo, da mir die Reihe gut gefällt. Ungünstigerweise habe ich eine Schneemap gewählt, aber schau sie dir einfach mal an. Ich habe noch so den ein oder anderen Endgegner, zum Beispiel die Kamera und das Wegetool. Die Eishöhle kommt nur nachts zur Geltung, es gibt noch viele Baustellen, aber über einen ersten Eindruck würde ich mich sehr freuen. Und in der zweiten E-Mail, wo du das Update eingereicht hast, schreibst du auch noch so ein paar Sachen, dass du Probleme mit Mitarbeitern, Strom und Wasser noch was hast und das nicht ganz fertig ist. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann hast du noch geschrieben, 2 bis 3 kleinere Workshop-Objekte sind namentlich markiert. Okay, das heißt, wenn ich oben drauf klicke, sollte dann wahrscheinlich der Name zu sehen sein. Das Polarwolf- und Tigergehege ist ein erheblich modifiziertes, gespiegeltes Workshop-Gehege mit eigener Hütte. Und dann schreibst du noch, vielen Dank nochmal für deinen Kanal. Hat mir sehr viel geholfen. MFG Krusko. Gern geschehen, aber ich glaube eher, ihr helft mir, indem ihr mir Sachen zeigt in euren Zoos, als dass ich euch helfe. Aber trotzdem vielen Dank für das nette Kompliment. Und ich freue mich jetzt sehr auf dein Zoo. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, das werden wir aber gleich herausfinden. Und schon sind wir da, um herauszufinden, wie dein Zoo heißt. Es ist übrigens noch Nacht und ich habe gerade die Leute auf 500 begrenzt. Dürften aber noch knapp 3000 im Zoo sein, die werden jetzt aber alle nach und nach den Zoo verlassen, damit sie uns nicht im Weg rumstehen. Oh, schön. Welcome to the Arctic Zoo. Da haben wir schon mal den Zoo-Namen. Und du hast auf jeden Fall richtig viel mit dem neuen Arctic-DLC gearbeitet. Na gut, neu kann man schon gar nicht mehr sagen. Ist schon 2 Monate alt. Das sieht echt toll aus. Das Holz hier, die Fackeln, diese Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdeko und auch die Wege. Richtig cool gemacht. Hier links hast du rot beleuchtet, rechts hast du grün beleuchtet. Und auch im Hintergrund ist richtig gut beleuchtet. Schaut mal. Die ganzen Häuser hier sind beleuchtet. Hier so schöne Deko. Sieht schon sehr einladend aus. Und im Hintergrund diese ganzen verschneiten Bäume. Richtig nice. Das sieht toll aus. Solche Weihnachtszoos sind sowieso richtig schön. Ich mache trotzdem jetzt mal eben Tag, Leute. Und später machen wir dann wieder Nacht bei den Höhlen und sowas, meintest du, glaube ich. Aber wir gucken uns den Zoo nachher auch noch bei Nacht an. Also keine Sorge. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Den Eingangsbereich. Bitte nicht drängeln. Eishöhle, Kirche, Rundgang, Krockhaus und Ausgang. Ja, Krockhaus ist wahrscheinlich hier, ne? Gehe ich mal von aus. Was haben wir hier noch? Eisbär, Zoo, Restaurant, heiße Quellen und Imbiss und WC. Okay, wir gehen erstmal zum Imbiss. Interessantes Gebäude. Finde ich sehr passend mit diesen Holzbalken und hier unten diesen Stein. Passt sehr gut in diese Winterlandschaft. Auch ein sehr interessantes Dach, Schornstein, 2 Läden. Und auch hier richtig schön gestaltet außenrum. Schaut mal, hier ist schön Wasser, Felsen, alles schön verschneit. Da hinten ist sogar so Düsen mit ein bisschen Nebel, Weihnachtsbäume. Das sieht schon echt schön aus. Sehr idyllisch. Wo schweben die Blumen? Ich glaube, die schweben ein bisschen. Na gut, ist nicht weiter schlimm, kann passieren. Oh, die hier auch. Musst du noch ein bisschen absenken. Okay, hier ist das WC, schön versteckt. Oh, hier kann man sogar so ein bisschen reingucken. In den Rohbau, aber das ist nicht weiter schlimm. Finde ich mega schön gemacht hier. Gehen wir wieder zurück. Und jetzt gehen wir am besten als allererstes mal... Ich würde sagen, wir gehen links lang. Links haben wir nur 3 Schilder zum Abarbeiten. Verlaufen wir uns wahrscheinlich nicht so. Hier ist das erste Haus. Ist im gleichen Stil wie der Imbiss gerade. Auch unten diese Felsen, hier diese Holzbalken. Sieht aber sehr schön aus. Auch mit diesen tollen Arctic-DLC-Deko-Elementen. Richtig cool. Hier auch nochmal ein Laden. Souvenirladen. Kann man auch noch draußen rum sogar laufen. Na gut. Ist direkt das nächste Haus. Die Häuser sind alle ungefähr im gleichen Stil. Nur andere Farben, andere Dachformen. Bisschen abgeändert und so. Finde ich mega gut gemacht. Sieht richtig schön aus. Die sind halt alle im gleichen Stil so, aber trotzdem alle ein bisschen anders, die Häuser. Mag auch diesen Bogen hier gerne, diesen Eingangsbogen. Wo dann diese Sterne oben dran hängen. Kann man auch außen rumlaufen. Gut, ist jetzt auch nichts Besonderes. Weiter geht's.
Da ist das riesige Krockhaus, da gehen wir gleich rein. Da freue ich mich schon drauf. Hier ist der nächste Laden. Auch wieder anders. Oh, sogar mit solchen Ziegelsteinen. Und hier oben so Holz. Das ist cool, aber trotzdem im gleichen Design und Stil gehalten. Oh, hier sind sogar noch Toiletten, Handtücher, Spiegel, Waschbecken. Oha, okay. Sehr viel Liebe zum Detail, muss man sagen. Nicht schlecht. Hier sind noch ein paar Bänke zum Sitzen. Oh, richtig cool. Würde ich mal sagen, gehen wir mal in dieses wundervolle Krokodilhaus rein. Oh, ich liebe diese Arktik-Sachen, ne? Die sehen so schön aus. Sieh so Wikingerholz. Ich finde es auch toll, dass du hier so Nebel und so eingebaut hast. Dadurch kommt immer dieses Gefühl auf, dass irgendwie was Warmes auf was Kaltes trifft. Das ist das Krokhaus hier, ne? Sind die Krokodile? Wir gehen mal rein. Hm. Das hier ist auf jeden Fall eine Mitarbeitertreppe. Aber ich weiß gerade nicht, wo die Krokodile sind, wenn ich ehrlich bin. Aber du hast ja auch diese coolen Atmosphären-Sounds eingebaut. Ah, da sind sie. Ganges Gaviale sind hier. Sehr schön. Hier bei diesen Dingern, die sind hier vielleicht von der Höhe nicht ganz richtig, ne? Wenn du mal guckst. Also diese Mauern musst du, glaube ich, noch ein Stück höher ziehen, weil die halt so ein bisschen die Sicht verdecken, finde ich, wenn man aus Besucherperspektive schaut. Aber das ist nur so eine Kleinigkeit. Ansonsten sieht das hier echt schön aus. Ist richtig atmosphärisch. Der schöne Nebel. Heatmaster. Cool ist das denn, solche Heizungen. Und auch diese Sounds dazu. Wow, das ist echt nice. So, wir können wieder Vivarienraten machen, Leute. Ach Gott. Die hatten wir letztens erst. Goliath Vogelspinne. Yes! Okay, cool. Erste Tier richtig geraten. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh nö. Irgendein Borkenkäfer oder so. Ja, Großschabe, australische Großschabe, stimmt. Ja, Käfer zählen nicht. Okay, schrecklicher Feigefrosch. Yes. Sehr gut. Und das nächste? Das ist wieder schwierig. Ich sag brasilianische Vogelspinne. Riesenvogelspinne. Okay, das lassen wir aber zählen. Sehr gut. Auch sehr schön eingebaut hier, auch in diesem Arktik-Style, die Vivarien. Sieht echt gut aus. Auch hier mit diesen Stufen und so. Oh, hier wieder Deko. Bisschen Dschungel-Sounds, bisschen Springbrunnen. Ah, das ist echt schon nice. Hier gibt es nochmal Toiletten. Hier einige Häuser und sowas. Ist richtig schön hier. Also die Atmosphäre in diesem riesigen Gebäude und der Halle ist echt gut. Und das ist super schwierig, in so einem großen Gebäude eine gute Atmosphäre hinzubekommen. Das hast du definitiv geschafft. Du hast ja auch alles beleuchtet und so. Ich will mir das Ganze gleich mal bei Nacht angucken. Oh, nicht schlecht. Ist auch nochmal einige Läden. Ist nochmal ein Infoschild, Toiletten. Ist halt auch riesig, ne? Underground Viewing. Oh, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Wow. Okay, wir sind jetzt in der Mitte von dem Gehege und können uns einmal komplett rumherum das Ganze anschauen. Ich sehe leider gerade kein Krokodil. Schade, schade. Das ist echt schade. Da ist eins. Dann sehen wir zumindest den Schweif. Sieht wirklich richtig schön hier aus, wie du das unter Wasser gestaltet hast. Hier so Hügel, überall Gras und bepflanzt und so. Richtig schön geworden. Was ist das hier? Hm, ich glaube, hier war eben was geplant. Das hast du aber dann vergessen. Richtig coole Idee. So, Leute, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste mal kurz nach draußen schauen, weil es schneit zum ersten Mal draußen. Passend zu deinem Arktik-Zoo gerade. Oder hat es dieses Jahr schon mal geschneit? Ich glaube nicht. Das ist das erste Mal, aber das ist nur so ein bisschen, ja, vermatschter Regenschnee. Also nicht so besonders. Aber ich habe mich trotzdem sehr gewundert darüber, muss ich sagen. Hier waren wir schon, ne? Ich flitze mal ganz kurz nochmal durch die Halle hier. Damit ich ja nichts übersehe. Nee. Oh mein Gott, das ist auch schön hier.
Hier ist so eine ganze riesige Glasfront. Wie cool. Sieht ja mega aus. Und hier kann man sich dann auch die Dallschafe angucken. Also wirklich, das sieht so gut aus. Wow. Ein ganz tolles Haus hier geworden. Mit einer richtig tollen Atmosphäre. Und auch richtig schönen Aussichten. Ich liebe aber auch diese Arktik-Sachen. Die sehen einfach so schön aus. Ja, wirklich mega. Ich bin begeistert. Okay, hier geht es auch anscheinend wieder raus. Aber wir gucken erstmal die Halle weiter durch. Waren wir schon? Hier gibt es wieder Vivarien. Können wir wieder raten. Lehmanns Pfeilgiftfrosch. Okay, war ja klar. Ich glaube, es gibt nur zwei Stück, ne? Den Schrecklichen und den Lehmanns. Sorry, wenn ich mir die Tiere gerade auch nicht mehr angucke. Ich bin da ein bisschen zu voll für. Ja, grüner Leguan, ne? Können wir unschwer verwechseln. Und hier haben wir eine Boa Constrictor. Da hängt sie im Baum. Chillt ihr Leben. Haben wir hier. Gila Krustenechse müsste das sein. Okay, nicht schlecht. Ich glaube, wir haben fast alle richtig, bis auf diesen, auf die Riesenschabe aus Australien. Hätten wir falsch. Ich glaube, das ist hier schon ein nächstes Gehege, kann das sein? Ja, auch hier ist leider die Sicht ein bisschen verdeckt. Aber ich glaube, das ist ein anderes Gehege. Geh mal davon aus, dass das... Genau. Das ist wirklich ein anderes Gehege. Hier sind nämlich Leistenkrokodile drin. Ist aber echt schön hier in dieser... Dieses riesige Haus. Habe ich mich wirklich rein verliebt. Ist echt richtig gut geworden. Kann man hier denn auch nochmal unter Wasser gehen? Also so eine Unterwasser-Viewing-Area eingehen? Oder ist das... Ach nee, da waren wir gerade sogar. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist gar nicht rundum. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gerallt gerade. Wir sind ja in der Mitte hier. Hier sind die Leistenkrokodile auf dieser Seite. Und auf dieser Seite sind die Ganges-Gaviale. Mega. Das wird ja immer besser hier. Also das ist eine richtig gute Viewing-Area hier. Bin auch gleich mal gespannt, wie das Haus bei Nacht aussieht, wenn es dann beleuchtet ist. Ich blitze trotzdem hier nochmal ganz kurz durch, damit ich nichts verpasse bei Tag. Ich weiß, ich laufe wie so ein verwirrtes Huhn gerade rum. Aber ich versuche halt, nichts zu übersehen. Oh, das gehört auch noch hier dazu. Riesiges Glasdach. Oh mein Gott, hier ist auch noch ein Gehege. Was haben wir denn hier? Sieht mir nach Äffchen aus. Ach, hier geht's direkt rüber in so ein nächstes Haus. Okay, dann gucken wir erstmal uns das Ganze jetzt bei Nacht an. Ich habe echt Angst, mich zu verlaufen in deinem Zoo, weil der wirklich riesig ist. So, Licht an. Okay, das ist gut beleuchtet hier. Sieht echt unglaublich cool aus. Die Mühe, die du dir gegeben hast. Dieser ganzen Beleuchtung. Schreib mal in die Kommentare, wie viele Stunden du da dran gesessen hast, also an deinem ganzen Zoo. Hier ist auch alles beleuchtet. Unterirdisch. Könnt ihr allein schon hier Stunden verbringen. Ist nur schade, dass die Tiere sich nicht zeigen. Zumindest sehe ich sie nicht. Aber ist ja meistens so, wenn man sie gerade mal irgendwo zu Gesicht bekommen will. So, jetzt gehen wir aber weiter. Wir gehen jetzt weiter Richtung... Glasdach hier und Affenhaus. Machen aber wieder Tag dafür, weil das scheint hier nicht ganz so krass beleuchtet zu sein. So. Was haben wir denn hier für Äffchen? Ach, das sind gar keine Äffchen. Okay, das ist ein kleiner Panda. Da sind sie, die Süßen. In Fußball und ja, suchen so ein paar Termiten. Aber auch ein sehr kleines, schönes, putziges Gehege. Schön, dass die hier so hochklettern können und sowas. Finde ich toll. Und hier geht es dann in einen begehbaren Bereich. Alles mit Glasdächern. Hier haben wir Varis. Wie es aussieht. Und Katas. Das hat man ja häufig, ne? Dass Katas und Varis gemixt sind. Varis habe ich, glaube ich, auch noch nie in echt gesehen. Bin ich mir aber nicht sicher. Katas schon. Okay, hier sind wir wieder in dem nächsten Dom. Das ist ja richtig viel Indoor hier. Sowas ist echt schwierig, so viel Indoor zu bauen und jedes Mal andere Häuservarianten zu haben. Haben wir hier, das ist der Nilwaran, müsste es sein, ne? Ich glaube schon. Nilwaran, ja.
Der entspannt sich hier so gerade. Ah, du hast ja auch geschrieben, dass du einige Sachen aus dem Workshop hast, an Gehegen. Und auch stark abgeändert hast. Ach, coole Idee, einfach so ein rundes Gehege hier hinzubauen. Finde ich toll. Nur sehr schwer, sich dann den Weg zu merken. Da kommen wir her. Wir gehen einfach mal hier weiter raus. Und wieder in eine wunderschöne Schneelandschaft. Zum Glück sind hier Schilder. Kirche, Eishöhlen, Zoo-Restaurant, Eisbär, heiße Quellen, Krockhaus, Vivarien. Wir gehen mal zu der Kirche und den Eishöhlen, würde ich sagen. Omas Erbsensuppe. Oh, coole Idee. Finde ich toll. Ich mag Hausmannskost. Sehr gerne. Gehen wir hier lang. Based on the habitat from Black Tanyang. Ich glaube, das ist dann aus dem Workshop und umgebaut. Gehe ich mal von aus. Oha. Okay, das ist krass. Das ist ja ein riesiges Gehege. Sieht auch so gut aus, ne? Hier so eine schöne Brücke. Wir müssen uns das später alles mal von oben angucken. Wirklich ganz toll gemacht. Richtig viele Höhenunterschiede hier. Hier geht's dann rein. Versuchen mal so gut wie es geht alles zu erkunden. Wobei, das sind eigentlich solche Sachen, die können wir später eigentlich aus der anderen Perspektive machen, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal einfach als Besucher weiter, sonst sind wir hier ewig beschäftigt. Ist auf jeden Fall ein richtig krasses Gehege. Oh, da oben können sogar Leute hin, sehe ich gerade. Da sind gerade Leute gewesen, wie cool. Richtig toll. Finde ich auch gut, dass du das hingeschrieben hast, wenn du das Gehege aus dem Workshop hast und umgebaut hast, von wem das kommt. Schön die Quellen angegeben. Workshop unknown. Okay, eine süße kleine Workshop-Toilette. Projekt Eishöhle, Japan Makak. Ich bin auf die Eishöhle gespannt, wir gehen da mal hin. Boah, das sieht ja schon wundervoll hier aus. Projekt Eishöhle. Ambiente Light zwischen 20 und 5 Uhr. 0 Uhr, let's go. Erleben wir das Ganze mal beim Ambiente. Oh. Sieht das krass aus. Oh mein Gott, das ist echt cool. Das ist wirklich verdammt cool. Wow. Dieses Eis und dann diese Beleuchtung, das sieht ja so cool aus. Das sind einfach Vivarien, grüner Leguan, gila Krustenechse, Goliath, Riesenfrosch oder so. Wie hießen denn immer? Goliath-Frosch? Goliath-Frosch. Genau. Sieht halt so gut aus. Ich feier das, was ihr immer für Ideen habt. Hammer. Was haben wir denn hier für Tierchen? Ah, das sind die Japan-Makak. Die kann man sich hier auch nochmal schön unterirdisch angucken. Sehr schön. Ja, das ist ja wirklich ein Highlight hier, auch mit den ganzen Eiszapfen und sowas. Auch hier sogar die Läden im Eislook gehalten. Richtig cool. Wirklich sehr toll gemacht. Hier geht's wieder hoch. Sind wir jetzt hierher gekommen? Nee, das ist ein anderer Ausgang, ne? Wir gehen mal noch bei Tag nochmal rein. Gucken uns das mal an. Also wirklich richtig schön. Ich bin beeindruckt. So, das ist jetzt das Ganze bei Tag. Ja, bei Tag sieht es nicht ganz so krass aus, ne? Sind leider die ganzen Lichter aus. Oh, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Wie sah das aus bei Nacht? Ach, das ist so ein beleuchteter Eisbär. Cool. Wirklich cool. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder hier zurück, wo wir herkommen. Hier nach oben. Ist auch ganz tolle Felsarbeit hier gemacht. Auch hier mit diesen Baumstämmen und so. Sieht echt sehr natürlich und gut aus.
Echt ein Weltklasse-Zoo. Japan-Makaken. Ist das jetzt die Mehrzahl? Einige meinten ja, einige meinten nein. Wir werden es wohl nie erfahren. So, hier kann man nämlich jetzt schön runtergucken. Aber hier ist auch wieder leider das Ding auf nicht so einer guten Höhe vom Glas her. Aber da man runterguckt, geht es sogar noch. Aber ich könnte zum Beispiel nicht hier oben reingucken, was da ist. Aber ein sehr interessantes Gehege. Finde ich mega cool. Eine kleine Schlucht hier und dann sind hier so ganz viele Klettermöglichkeiten. Oh, hier, der Fels ist ein bisschen im Weg. Da könnte man rüber stolpern. Oh, hier kann man sogar nochmal unterirdisch gucken. Hier kann man so durchlooten. Wie cool. Hier geht es jetzt einmal komplett außen rum, so wie es aussieht. Wo sind denn die Tiere alle? Die verstecken sich voll. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die so riesige Gehege haben. Sind sie? Oder sie sind da gerade alle unterirdisch. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber es ist vielleicht auch besser, dass du nicht so viele Tiere gemacht hast, weil das zieht auch ordentlich an den FPS, wenn man sowas hat. Based on the habitat. Okay, jetzt sind wir beim nächsten Gehege. Tigergehege. Ja, sehr schön gemacht alles. Oh, hier ist auch nochmal so ein schöner Ofen, wo man sich aufwärmen kann. Mit ein bisschen Feuerholz und sowas. Ah, cool. So viel Liebe zum Detail. Habe ich mega verlaufen. Das ist das größte Problem. Ich weiß absolut nicht, wo ich bin. So, hier ist auf jeden Fall das Tigergehege. Sieht auch sehr ähnlich aus wie das Wolfsgehege von vorhin. Hier ist auch so eine Hütte. Hier geht dann auch so ein krasser Berg hoch mit Wasser, Höhle und da kann man oben rauf. Ich weiß aber nicht, wie man da oben hinkommt. Hier sind die Dall-Schafe. Ah, die haben wir gerade von hier innen sogar schon gesehen. Sehr cool. Schauen wir uns gleich alles noch von oben an. Wir gehen jetzt mal hier rum. So, gehen wir mal auf dieser Seite lang. Und dann können wir mal schauen. Ah, hier geht's hoch. Sibirischer Tiger, Polarwolf. Ja, hier geht's in beide Gehege hoch. Jetzt verstehe ich. Rechts ist wahrscheinlich Polarwolf. Oh, jetzt ein bisschen das Gras durch den Boden. Und genau, hier links sind dann die sibirischen Tiger. Auch wieder so Wärmeanlagen, weil es hier oben so kalt ist wahrscheinlich. Hier kann man dann nochmal runtergucken auf die Tiere. Das ist wirklich echt schön. Hier geht's auch nochmal rüber. Hier kann man dann nochmal aufs Wolfsgehege schauen. Die können sogar hier hoch, die Wölfe. Hier sind auch so Futter und Geruchsspende und sowas. Aber die sind gerade alle da unten im Haus. Ist ja auch in Ordnung. Ah, finde ich cool, dass man das kann, dass man hier komplett hochlaufen kann. Und hier geht es auch wieder runter, so wie es aussieht. Jetzt wären wir wieder bei unserem Haus. Okay. So langsam ergibt das Ganze Sinn für mich. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den linken Teil noch so abarbeiten, ne? Also hier müssen wir links abbiegen. Und dann müssten wir eigentlich wieder den Schildern folgen können. Kirche, Eishöhle. Kirche haben wir aber gerade nicht gesehen. Hm, ist egal. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Zoo-Restaurant, Eisbär und heiße Quellen. Heiße Quellen klingt super. Mir ist nämlich kalt. Schneeleoparden, okay. Ist auch schon wieder ein cooles... Ah, das sind alles Mitarbeitergebäude hier. Ah, oh, hier ist nur eine Lücke drin. Ja gut, kann passieren. Hast du ja, glaube ich, auch geschrieben, dass du da noch nicht so viel Wert drauf gelegt hast. Ja, das ist auch im gleichen Stil, das Gehege. Hier sind die Schneeleoparden und da geht es wieder schön steil hoch. Das sieht echt cool aus mit dem Wasser hier. Finde ich aber in Ordnung, dass du es gemacht hast, dass du drei Gehege im gleichen Stil gebaut hast. Sehen ja auf jeden Fall alle sehr gut aus. Ich glaube, hier geht es wieder runter, ne? In diese. Genau, hier geht es wieder ins Croc-Haus. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier hoch. So. Hier geht es nämlich noch ordentlich lang. Natürlich könnte man auch noch hier die ganzen Geländer und so ausschmücken. Aber ich kann schon verstehen, dass man da irgendwann keinen Bock zu hat. Oder mehr hat. Und dass wir hier für Zacken. Ich auch noch nie gesehen. Diese Spitzen. Ach, das ist auch irgendeine neue Treppe, glaube ich, ne? Aus dem Arktik-DLC. Man sieht halt leider die Wege gerade nicht, weil die verschneit sind. So, WC. Ja, das ist ein WC. Hier geht es aber auch nochmal hoch.
Möchte gerne wissen, was hier ist. Nochmal eine Aussichtsplattform. Okay, sind wir hier? Ich denke mal, das ist Schneeleopard, ne? Wir sehen leider gerade die Tiere nicht, weil es wieder so riesig ist, das Gehege. Ah, und hier sind Rentiere. Ah. Da stehen sie und liegen sie. Ach, schön. Und hier so ein Wagen mit Obst. Hier wieder ein schönes Haus, wo sie rein können. Ist ganz schön groß, dein Zoo. Also da kann man sich ja nur verlaufen. Rentierplattform Schneeleopard. Eisbär Zoo Restaurant WC Croc-Haus. Wo geht's denn hier noch lang? Hier kann ich jetzt noch die Rentiere sehen. Hier geht's auch nochmal in das Haus rein. Ja, diese Arktik-DLC-Sachen sehen einfach so schön aus, wenn man die vernünftig kombiniert und baut, so wie du es gemacht hast. Boah, wie groß ist denn das hier noch? Das sieht auch voll schön aus hier, wenn man so durch diese verschneiten Bäume hier durchgeht, durch diesen Gang. Und hier wird's ein wenig wärmer und dschungliger im Feeling. Ach, das sind die heißen Quellen. Yay, ich glaube, wir sind bei den heißen Quellen angekommen. Sieht zumindest sehr idyllisch aus. Alles schön warm, kein Schnee, es qualmt. Boah, da will ich jetzt rein. Das ist echt toll geworden. Oh, hier ist auch das Eisbärengehege, so wie es aussieht. Was ist das hier? Was noch leider unfertig ist? Ich glaube, hier ist noch irgendwas in Planung. Ach, hier unten sind Hippos. Diese Zwerghippos sind hier. Aber wieso waren dann Eisbärschild? Das ist falsch. Hier ist Zwerghippo. Ich will in die heißen Quellen rein. Kann man da rein? Heiße Quellen. Okay. Let's go. Ich will baden. Ich glaube, da können wir wirklich baden. Oh ja. Erstmal entspannen. Oh, schön. Es ist wirklich schön. Hier im Hintergrund diese Schneeberge. Hier diese schönen heißen Quellen, die plätschern und schön diesen Dampf abgeben. Das ist wirklich sehr gemütlich. Hier geht's auch noch weiter. Oha. Ich meine, du hast ja alles ausgeschildert, ne? Aber der Zoo ist einfach riesig. Er ist wirklich riesig. Ah, hier sind wir bei den Eisbären. Okay, dann war das doch das, dann war es richtig ausgeschildert. Weil, das ist halt das unfertige Gehege hier noch. Hier sieht man auch, dass das noch sehr unfertig ist. Bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Aber richtig cool. Also, richtig tolle Ideen. Diese Eishöhle, die heißen Quellen und sowas. Ich bin wirklich begeistert. Sehr individuell. Habe ich so vorher noch nie gesehen. Ganz, ganz toll. Macht richtig Spaß. Dein Zoo gehört auf jeden Fall auch zu den Zoos, die wirklich Weltklasse sind. Ach, schön. Das Einzige, woran du vielleicht noch ein bisschen arbeiten könntest, wäre ein vernünftiger Rundgang. Also, dass man sich nicht verläuft. Aber ich glaube, wenn man das richtig ausschildert hier, von den Wegen her, würde das wahrscheinlich funktionieren. Also, du müsstest wahrscheinlich nur einmal dir das Ganze von oben angucken und das alles einmal durchplanen. Durchgang zu Restaurant. Wo geht's hier hin? Wie viel gibt's denn hier noch? Ah, ne, jetzt sind wir hier unten. Ah, ich verstehe. Jetzt sind wir hier. Hier waren wir vorhin hinter dem Haus. Hier links müssen die Toiletten sein, ne? Ja. Okay. Ich verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Und dann sind wir beim Zoo-Restaurant. Hier ist auch nochmal ein Gehege. Wie es aussieht. Aber was für Tiere. Ach, Schildkröten. Auch eine coole Idee, dass du hier so einen Schleusendurchgang hast, wo dann nochmal die Tiere sind. Und vom Restaurant aus kann man dann auch rundum die Schildkröten beobachten. Mega cool. Wirklich tolle Idee. Hier ist dann auch nochmal der Durchgang. Ach, schön. Ah, hier ist das Zoo-Restaurant. Okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, hier unten wäre schon dieser Essensbereich, aber das ist nur so ein Vorbereich. Hier geht es jetzt erst ins richtige Restaurant. Noch ein sehr interessanter Baustil. Auch ein Gehege.
Ach, das sind die Eisbären. Hier gibt es ja so viele Wege. Okay, da kann man sich echt leicht verlaufen. Hier gibt es ganz viele Essenssachen. Hier fehlt ein Schild. Ulpi und der hier hat kein Schild. Schild kaputt. So, Toiletten. Sind dann Tische und sowas. Und was ist das hier? Hier geht es auch noch hoch. Ah. Verstehe. Oh, hier sind auch die Tische. Okay, wundervoll. Und hier kann man sogar dann nochmal rausgucken. Draußen kann man aussitzen. Wobei bei der Kälte, ich würde mich auf jeden Fall reinsetzen. Ich hoffe, ich laufe euch hier gerade nicht zu schnell dadurch. Aber ich bin auch selber ein bisschen überfordert mit den Wegen. Und ich will halt auch nicht, dass das so lange dauert. Wo geht's denn jetzt hier? Ach, es geht hier noch höher. Oha, noch höher. Junge. Hier ist nochmal ein grüner Leguan, der chillt hier. Jetzt sind wir so ein bisschen draußen. Kann man auch nochmal rundum alles begutachten. Sieht echt schön aus. Ich liebe aber auch Schneelandschaften. Schneelandschaften sind einfach verdammt hübsch. Hier sind auch nochmal einige Läden, so wie es aussieht. Und nächste Etage haben wir nochmal einen netten Mitarbeiter, der hier ein bisschen die Vivarien schrubbt. Aber wir können wieder raten. Brasilianische Wanderspinne. Richtig. Juhu. Oh Gott, wie hieß der denn noch? War das nicht irgendein Borkenkäfer oder so? Riesenbockkäfer, genau, so hieß der. Da ist er. Müssen wir uns merken. Bei den Käfern habe ich noch Schwierigkeiten. So, was ist das? Das könnte eine Puffotter sein. Auch relativ klein. Todesotter. Okay, fast richtig. Gibt es eine Puffotter überhaupt bei Planet Zoo? Ich glaube schon, ne? Versuche ich mir zu merken. Und hier haben wir noch... Das ist eine Klapperschlange, glaube ich, ne? Wenn wir eigentlich nur hinten einmal den Schweif sehen. Ja, hier ist die Rassel. Das dürfte die texanische Klapperschlange sein. Oder Texas Klapperschlange. Perfekt. Den hatten wir gerade schon, den Goliath-Frosch, Gila Krustenechse, grüner Leguan und Boa Constrictor. Den hatten wir jetzt am häufigsten, glaube ich, hier in deinem Zoo. Scheint dein Liebling zu sein. Finde ich aber cool, dass man hier sogar nochmal hochgehen kann. Oben auch nochmal Tiere sehen kann. Boah, krass. Drei Etagen oder sowas. Hier kommen wir her. Ey, aber verlaufen kann man sich doch hier wirklich, oder? Oder stelle ich mich einfach nur doof an? Finde schon, dass es legitim ist. Wo sind wir denn hier? Bei welchem Gehege? Sieht auch noch so leer hier aus. Ist das hier auch noch... Gehört das noch zu den Eisbären? Ich glaube schon. Wenn ihr mal schaut. Wir tauchen mal eine Runde. Hier kann man nämlich komplett durchschwimmen. Ja, und hier geht es dann zu den Eisbären. Cool. Coole Idee. Das heißt, die Eisbären könnten, rein theoretisch, wenn sie wollen, hier unter der Brücke durchschwimmen und nochmal in einen komplett anderen Bereich vordringen. Ich finde es auch krass, dass du hier alles so mit Felsen und sowas noch unter Wasser gestaltet hast. Ich meine, das sieht man ja sogar gar nicht und du hast hier trotzdem überall Eisfelsen und so platziert. Da steckt wirklich viel Liebe und Arbeit drin. So, hier ist auch nochmal ein wunderschöner Sitzbereich. Sind wir auf der anderen Seite der Eisbären. Und hier geht es nochmal unterirdisch. Hippos gucken, so wie es aussieht. Underwater Viewing bei den Hippos. Leider zeigt sich hier gerade auch wieder keins. Oh, jetzt sind wir aber in diesen heißen Quellen. Okay, sieht man natürlich die Düsen so ein bisschen. Aber vom Weiten hat man die vorher nicht gesehen. Ich meine, so nah ran geht man ja sowieso nie. Die haben es gut, ne, die Hippos. Die haben das einzige Gehege, wo es schön warm ist. Und das sind auch die einzigen Tiere, die es warm brauchen. So, schwimmen wir mal wieder zurück. Zack. Schon sind wir wieder unter Wasser. Perfekt. Ich glaube, wir sind jetzt gleich fast durch. Nur die Kirche haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Von hier kann man dann auch nochmal die Hippos begutachten. Also ganz leicht sieht man diese Düsen so ein bisschen, aber das ist halb so wild. Das sah sehr schön aus. Oh, hier ist aber was schief gelaufen, oder?
diese Wasserdüsen hier. Ich glaube, das sollte Nebel sein, oder? Hast du dich, glaube ich, vertan? Okay, ich gehe mal in die Außenperspektive, Leute. Weil es ist einfach verdammt groß. Oha, okay. Es ist wirklich ein riesiger Zoo. Da kann man sich echt schnell verlaufen. Das ist ja krass. Also das ist der Eingangsbereich hier. Der sieht wirklich toll aus, oder? Richtig coole Idee mit dem Wasser hier und dann dieses wundervolle Croc-Haus. Richtig schön. Oh. Auch richtig schön bepflanzt und sowas. Ja, wirklich richtig, richtig schön. Hier sind dann diese ganzen Affendome sozusagen noch. Die wurden so ein bisschen daran gebaut. Finde ich auch mega cool. So, hier haben wir jetzt nochmal eines der Gehege. Hier sind die Schneeleoparden, die haben wir vorhin gar nicht zu Gesicht bekommen. Aber so sieht so ein Gehege aus. Sehr interessanter Wasserfall. Ist wirklich eine tolle Felsform hier. Richtig spannend aus. Durch diese schöne Höhle. Wundervoll. Hier haben wir das nächste Gehege. Das ist jetzt das von den Wölfen. Auch hier echt cool. So ein riesiger Berg in der Mitte. Und auch der Wasserfall hier. Sehr spannend und interessant. Hier geht es dann hoch und da kann man dann gucken. Hier ist dann das Pendant für die Tiger. Hier ist nochmal Wasser. Wieder eine andere Höhle. Also jedes Gehege ist so ein bisschen im gleichen Stil. Aber trotzdem anders, wenn ihr mal schaut. Also es ist überall so ein bisschen Unterschiede zu sehen. Das ist schon echt nice gemacht. So, hier unten war noch... Wann hier? Ach, das war das Japan-Makak-Gehege. Sieht auch echt spannend aus, ne? Mit diesen Höhenunterschieden. Cool. Ah, hier ist die Kirche. Die haben wir gar nicht gesehen. Ach, wie schade. Wir hätten einfach hier hinten rausgehen müssen und dann links. Dann wären wir da rausgekommen. Wow, die sieht ja auch echt beeindruckend aus, wenn man mal von unten so guckt. Okay, die ist krass. Kann man da rein? Ne, das sind Mitarbeiter, so wie es aussieht. Können ja mal eben reinfliegen. Ja, da sind. Ja, das ist natürlich smart, ne? Du hast hier einfach Mitarbeitergebäude versteckt. Ja, ne, geht's auch nicht rein. Sieht auch mega cool aus. Oh, hier hinten ist sogar noch ein begehbarer Bereich. Oh, den möchte ich nochmal eben begehen, schnell. So viel Zeit muss sein. Ich weiß, die Besichtigung dauert jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger, aber der Zoo ist halt auch sehr groß und sehr schön. Oh, hier gibt es chinesische Schuppentiere und Pfaue. Gehen wir mal rein. Ach, schön. So, jetzt einmal das Gefieder aufspannen. Als Highlight so. Wie wär's? Na, da keine Lust. Riptiger. Oh. Im Friedhof. Rippolarwölfi. Rippdallschafdolli. Ach, wie süß. Hast du sogar deine Tiere noch verewigt? Ripp Rudolf. Oh, finde ich cool. Wirklich. Und hier ist dann ein Unterschlupf. Wir können dann die Faunen ein bisschen schlafen. Ich habe aber noch gar keine Schuppentierchen gesehen. Wo verstecken die sich denn? Schauen wir ganz kurz hier die Tiersicht. Ach, da buddeln sie. Sieh mal einer an. Habt ihr euch gut versteckt? Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. So, perfekt. Ja, das war die Kirche. Auch nochmal ein wunderschöner Bereich. Was hatten wir hier noch? Hier gibt es ja so viel zu sehen. Das sind alles so Sachen, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das ist jetzt das Dallschafgehege von hinten. Ich verstehe. Auch nochmal eine schöne Höhle. Da nochmal ein schöner Unterstand. Er ist echt gut gemacht da. Also wirklich. Hier, diese Häuser haben wir auch noch gar nicht gesehen auf dieser Seite. Smoking Area, hast du sogar dran gedacht. Echt sehr cool. Wir machen jetzt nochmal ganz kurz Nacht, würde ich sagen. Schauen uns das Ganze nochmal an. So. Wundervoll beleuchtet. Ist auch alles richtig gut beleuchtet. Da sind überall Straßenlaternen und so.
Ich schaue jetzt nochmal, ob mir irgendwas besonders auffällt. Beleuchtung angeht. Hier das Restaurant. Am Restaurant fehlt sogar noch so ein bisschen Licht. Aber hast du trotzdem schon darauf geachtet, dass ja alles relativ gut beleuchtet ist? So, die Kirche können wir nochmal gucken. Oh, hier ist auch nochmal so ein wunderschöner Tannenbaum. Ist allgemein nochmal so ein schöner Platz, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Echt schön aus. Das ist die Kirche. Auch gut beleuchtet. Schön diese Fackeln, oben so ein bisschen Licht. Man muss ja auch nicht so übertreiben immer. Sieht schon sehr gut aus. Und jetzt gehen wir nochmal zu meinem absoluten Highlight zum Ende hin. Projekt Eishöhle. Da fliegen wir jetzt nochmal rein. Es ist wirklich wunderschön. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Bild verabschieden wir uns von diesem Zoo. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie ihr den Zoo von... Oh, ich habe leider deinen Namen vergessen, der wäre auch nicht so einfach. Auf jeden Fall, wie ihr den Zoo fandet. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.